München, 2. August, Auftakt der Emilia 2011, der ersten reinrassigen Rallye für Elektrofahrzeuge. 31 innovative Fahrzeuge am Start. Doch bevor es losgeht, technische Abnahme beim TÜV Süd in München. Jedes Fahrzeug wird präzise analysiert, das Reglement streng und genau. Es werden nur rein batteriebetriebene Fahrzeuge zugelassen. Dann endlich, um 9 Uhr ist es soweit, Start der Emilia 2011. Auch dieses Jahr überrascht die Rallye mit Innovation und Pioniergeist. Wir sind froh, dass auf der Emilia 2011 sofort die ganzen Teilnehmerfelder voll waren, 32 Teilnehmer, dass wir das volle Spektrum haben, vom E-Bike bis zum umgebauten M3 mit 600 PS und dass wir dieses Jahr natürlich die 4 höchsten Alpenpässe auch überqueren können und die Elektromobilität wirklich challengen. Das Ziel 800 Kilometer entfernt im schweizerischen St. Moritz. 4 Tagesetappen, dazu diverse Sonderprüfungen. Abgasfrei, geräuschlos rauschen die E-Mobile durch zauberhafte Landschaften. Die Idee, der Welt zeigen, wie leistungsfähig Elektroautos heute schon sind. Deshalb, bei der Neuauflage der Emilia überqueren die Teilnehmer 3 Grenzen, durchfahren 4 Länder, Deutschland, Österreich, Italien und die Schweiz. Und die höchsten Pässe der Alpen. Die erste Etappe führt von München nach Mittersill in Österreich. 189 Kilometer, 124 davon bergauf, dann 65 Kilometer bergab. Der ultimative Kick dann am zweiten Tag. Die Großglockner Alpenstraße auf 2504 Metern, die höchste Straße Europas. Emilia 2011, was vor Jahren noch undenkbar schien, heute E-Realität. Das Teilnehmerfeld. Die beiden Holländer Marc de Jong und Willem Terriele. Sie fahren auf einem Nissan Leaf, ein Mittelklassewagen, der bereits im Laden zu kaufen ist. Während der Rallye verzichten die beiden Holländer auf jeden Komfort, um Strom zu sparen. It's having navigation, air conditioning, which we are not going to use, because it's going to deduct the energy from the battery, of course. But we are able to do a fast charging within 20 minutes for full charge, and you can use it for another 180 kilometers. If we go downhill, the engine is producing energy, is delivering back to the battery, and second of all, also the brakes are creating energy. So if you using both downhill, you can charge the battery, and we can let's say refill for some percentages. Vorjahressieger Tim Ruhoff auf seinem Tesla Roadster. Ein Supersportler der Extraklasse. Das extreme Drehmoment katapultiert den Zweisitzer in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Der Wagen erreicht spielend in der Spitze 240 Stundenkilometer. Das Besondere am Tesla Roadster ist, dass er in sich schon ein sehr geschlossenes Konzept darstellt. Das heißt also, alle Komponenten sind schon sehr gut aufeinander abgestimmt und kontrollierbar. Das heißt also, der große Batterieblock, der beim Tesla außerordentlich groß ist, 56 Kilowattstunden hat er, ist durch eine Software sehr fein eingestellt. Das heißt, man kann unheimlich viel Spaß mit dem Wagen haben, dann nimmt er eben auch viel wie ein konventionelles Auto. Man kann aber eben auch sehr, sehr, sehr effizient damit fahren. Das wird durch eine Software gesteuert. Das heißt also, jedes Software-Update ist letztendlich auch wieder ein neues Highlight und manchmal gibt es dann ganz neue Fahrgefühle. Absoluter Hingucker, der finnische Prototyp Electric Raceabout, eine ambitionierte Studie der Metropolia-Universität in Helsinki. Das Besondere, der Wagen hat ein einzigartiges Antriebssystem. We have 3 unique things. First of all, it's a unique design, totally unique design, built by 3 universities in Finland. The body is made out of carbon fiber to save weight for the, let's say, heavy electrotechnics. The car has 4 motors, so 1 motor per wheel, no reduction gear, so the motors are driving the wheels just directly through the drive shaft. So the motors are not in the wheel, but in the middle of the car and driving the wheels directly. And then the third unique point is that the car has a lithium titanate battery, which is very good for efficiency and can be even fast charged in about 10 minutes. Auf der Hälfte der Strecke 4 Stunden aufladen mit ganz normalem 230 Volt Haushaltsstrom. Die bayerische Landbevölkerung ist begeistert. Vorsichtiges Herantasten an die automobile Zukunft. Für die Elektroautos sind die Aufladepausen ein Muss. Zu viel Saft verbrauchen die Stromer bei den steilen Aufstiegen zu den Bergpässen. Das kann ganz schön eng werden.
Naja, Batterie ist ganz leer. Wieso? Ja, nicht genügend Ladestrom gehabt. Das heißt, ihr habt euch vielleicht verkalkuliert? Ja, aber wir müssen auch hier sein in einem gewissen Zeitpunkt. So. Ach, Ende, wir sind auf, ach, die, na, wir sind auf das höchste Punkt. Das so. Höchste Punkt? Wir nach unten genau wir nur die richtige Geschwindigkeit, ja, mit der richtigen, ja, Batterieladung genommen. Hättet ihr, wenn ihr etwas schonender gefahren wird, weniger, ja, Probleme gehabt vielleicht? Etwas, hätten wir etwas auch mehr Zeit, Zeitstrafe gehabt. Ja, also, genau. Wir hatten jetzt eine Minute Zeitstrafe. No guts, no glory. Am Abend Zieleinfahrt in Österreich, das Ende der ersten Etappe. Auch die Sorgenkinder vom Nissan-Team Greensource erreichen Mittersill am Fuße des Großglockners. We had to reach the deadline and the time, so it was a question mark. What do we do? Save the battery or take the risk and be in time? We were in time and we took the risk of the battery, but we still have 8 kilometers of battery left. What was the reason why it was so tight? Yeah, we took too much risk, so we hit it a little bit too much. Emilia 2011. Hochspannung garantiert. Bis zum Zieleinlauf am Freitag im Schweizer Nobelort St. Moritz kann noch viel passieren.